Hallo, hier spielen wieder Diablo Immortal. Wer hätte es gedacht? Wir machen jetzt mal ein bisschen Kopfgeld. Beziehungsweise... auch. Aber wir haben hier noch das Reliquar. Wir machen nochmal hier kurz mal weiter. Ihr könnt den nächsten Dämon spüren, nicht wahr? Er sucht einen Weg, ihn durchzufinden. Verwendet das für die Qual der Hölle. Schauen wir mal, wie der nächste Dämon aussieht. Ja, das können wir jetzt mal kurz machen. Den werde ich sowieso noch nicht bekämpfen. Das ist hier diese eine Eistusse da. Kann ich noch nicht bekämpfen, aber wir machen das mal kurz schon mal weiter. Dann da, die... ändert sich das kurz, das Portal in blau. Winter suffers no such distractions. Oh nein. Doppelfragezeichen. Der ist einfach doppelt da. Oh nein. Sehe ich doppelt? Oder ist er doppelt da? Er ist einfach doppelt da. Die Bedrohung wird also immer größer. Ihr wisst, was zu tun ist. Versammelt eure Verbündeten. Vielleicht ein paar warme Fälle. Ey, ist das Fragezeichen immer noch da? Einfach. Ist einfach doppelt da. Warum ist er doppelt da? Einfach. Keine Ahnung. Das ist ein bisschen merkwürdig. So. Ja, wir sollen Vitat besiegen. Also Vitats Heiligtum betreten. Ja. Höller 1 sind wir auch noch nicht. Und, wobei, so ganz weit entfernt sind wir gar nicht mehr davon. Aber, ja, ne? So. Wir haben aber ein Kopfgeld, was ich noch nie wirklich abgeschlossen habe. Deswegen schließen wir das mal ab und machen ein paar Kopfgelder. Tatsächlich abgeschlossene Kopfgelder 1. Wir haben Kopfgelder schon mal gemacht, ne? Ist mir alles entfallen. Woher das wohl kommt? Das Spiel vielleicht nicht so toll, dass ich das alles wieder vergesse? Ja, eventuell. So, hier abgeben. Hey, danke. Ihr habt Kopfgelder gemacht. Das ist ja toll. Hier, hat noch mehr. So. So, jetzt haben wir hier, hört mir das nicht an. Ich will keine Gruppe für Kopfgeld finden. Jetzt haben wir hier so, Kopfgelder. Da ich jetzt das System jetzt noch freigeschaltet habe, haben wir 8 Kopfgelder, die wir machen können. Damit wir die super Special Truhe hier bekommen. Wobei ich glaube, die unterscheiden sich nicht. Und dann können wir mal 4 annehmen gleichzeitig und dann können wir die abgeben, dann bekommen wir eine Truhe. Machen wir nochmal 4, dann haben wir wieder eine Truhe. Und wenn wir mal Kopfgelder vergessen zu machen oder mal keine Zeit dafür gehabt haben, dann stapeln die sich auch. Also wenn mich jetzt, ne, dann habe ich am nächsten Tag dann nochmal zusätzlich 8. Das heißt, ich kann jetzt heute die von 8, die heute die 8 machen und dann die nochmal, also die 9, 8, ne? Also 8 plus 8 quasi. Also im Endeffekt 16. Dann am nächsten Tag machen und das stapelt sich dann bis zu einem ganz bestimmten Wert, ich glaube 32 oder so. Zu irgendeinem Wert, irgendeiner Anzahl ist dann irgendwann Max und dann kriegt man keine 9 mehr rauf gestapelt. Aber man kann halt, wenn man mal einen Tag irgendwie oder 2 Tage mal nicht Kopfgelder gemacht hat, kann man die nachholen. Und wenn man ein Kopfgeld doof findet, kann man die skippen. Aber hier haben wir jetzt Faulmarsch. Können wir mal annehmen. Und dann machen wir mal Kopfgelder, würde ich sagen, ne? Pum. Natürlich auch ganz... Hallo? Dürfte ich da mal ins Menü rein? Ich darf nicht in das Menü rein hier. Aber jetzt... natürlich ganz, praktisch, machen wir natürlich Erfahrungspunkte und Kopfgelder abschließen. Bringt natürlich auch nochmal ein bisschen hier was. Und in die Chance auf Legendaries. Und die Gegner, die wir killen, die droppen natürlich dann auch wieder diese Sticker-Album-Sachen da, ne? Diese Panini-Sticker-Album-Sachen. So, jetzt haben wir hier die neuen Dinger. Da wir an den ganzen Maps der EE Auto
Dingens da anhaben, also die Verfügung haben. Das ist einfach nur aufklicken, hinlaufen, Gegner killen. Die auf der Map mit dem roten Punkt angezeigt werden. Sind es? Wait. Ja, klatschen wir mal ein bisschen weg hier. Weil. Sind die das wirklich? Ja, die sind es auch. Aber hier lappt sich halt noch dieses eine Ereignis, wo wir noch drin sind. Könnte auch sein, dass das Ereignis gegen einen Teil was sind. Zumindest mal abgeschlossen, das Ereignis. Sehr ereignisreich heute. Die Sticker-Album ist voll. Wow. Geil. Ja, dann werde ich da gleich mal gucken, ne? Was wir da so rausbekommen. Das ist ja natürlich mega stark. Ich mache das hier nochmal kurz fertig. Ich meine, 50 von 60, ne? Das kann man da ja trotzdem mal, ne? Auch wenn ich jetzt keine weiteren Sensen da bekomme. So, jetzt haben wir fertig, ist eine Natur. Jo, die gehört übrigens nicht zu dem Popgeld, ne? So, zack. Und dann machen wir mal hier einmal kurz. Mal kurz hier ins Büchlein gucken. Was habe ich bekommen? Habe ich was bekommen oder habe ich was doppelt? Nee, ich habe was bekommen. Hey, Skelettbogenschütze. Mir. Und eine Einhandstangenwaffe. Die denn geil? Nein, sie ist die nicht. Tut mir leid, aber sie ist leider scheiße. Do you seek the Oops. What can I do for you? A job well done. Einmal hier schnell durchklicken. Klick, 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 klack. Dann haben wir hier die Sumpfrische. Haben wir noch ein paar Kopfgelder. Wir sind jetzt auch schon fast 59. Das geht da Schlag auf Schlag. Haben wir ihn aktiviert? Ich glaube ja, oder? Nee, habe ich noch nicht aktiviert. Dann machen wir das. Von 3.
hier ist halt... Oh, Kaffee. Das ist eine 59. Wisst ihr, was das bedeutet? Weil Stufe 59 bedeutet? Ja, ganz richtig. Ihr habt richtig gehört. Ein Level noch. Dann sind wir 60. Genau das. Jetzt habe ich leider keine mehr. Da läuft noch einer rum. Wir brauchen noch einen. Sehe ich gerade. Ja, super. Damit haben wir zwei abgeschlossen. Zwei Kopfgelder von vier. Haben wir gleich das nächste. Oh, da ist ein... Oh! Oh! Ja, sorry, ich muss den mal kurz sehen besiegen. Ja, gut. Hätte ja auch ein Legendary dabei sein können. Ich weiß, es gibt noch eine Stufe drüber, also diese, dass die nicht gelb und dann orange sind. Und da droppt eigentlich meistens immer ein Legendary raus auf den Viechern. Und das ist sogar teilweise auch geil. Die sind super selten, aber ich glaube, dass die teilweise, also ich glaube, auch im normalen Modus tauchen die gar nicht auf. Da muss man, glaube ich, mindestens Hölle 1 sein. Von den Killen. Ja, kein Problem für uns. Na, vielleicht doch. Gibt zum Glück mehrere Kreise. Gehen wir mal zum anderen. Und da ist noch ein Schatzkorin. Das ist mir egal. Na, vielleicht bist du mir doch nicht so egal. Ich habe dich noch verarscht, damit du in Sicherheit. Ja, aber dann, du glaubst, du wärst in Sicherheit, aber das bist du ja nicht. Aber schnell kannst du nämlich gehen. Einen brauchen wir noch. Okay, damit sind wir damit durch. Dann machen wir das hier. Ich glaube, ja, er wird erbrochen. Gut. Ist ein wenig unfair so. Zack, ein Doppelklick nochmal rauf, dann geht das nochmal.
Weil hier sieht man, wir müssen ein Item sammeln. Das heißt, die Gegner allein zu killen bringt nichts. Wir müssen die Gegenstände, die diese Gegner droppen können, die müssen wir aufsammeln. Ich bin sehr dran. Haben wir hier noch welche? Scheinbar nicht. Da. Wait, just wait. Boah, krass, ey. Battle Pass Stufe 4. Geil. Ja, 4 von 4, ne? Damit haben wir unsere 4 Kopfgänger durch. Und nicht komplett alle, ne? Weil wir haben ja nochmal 4, aber unsere ersten 4 sind durch. Okay, abgeschlossen. Jo, haben wir. Dann nochmal hier das abschließen. Jo, haben wir. Und das haben wir auch nochmal. Jo. Das haben wir auch gemacht. Das haben wir auch. Und das ja auch. Boah. Als jeder rede ich aber. Also, wenn die Kopfgelder gleich nochmal richtig schön was bringen. Dann muss ich ehrlich sagen, dann sehe ich mich, dass wir vielleicht nächste Folge sogar Level 60 werden. Das wäre natürlich gar nicht mal so. Ey, guck mal, dass er wieder. Nein! Wann checkt er das mal? Wann checkt er das mal, dass ich das nicht will? PvP ist nun mal eben Pay to Win. Und das habe ich mit eigenen Augen auch schon miterlebt. Natürlich rein aus Interessen. Also ich habe das natürlich nicht gemacht, weil ich selber Pay to Win betreibe. Also, ne? Also, ich war mal in so einem Clan drin. Und da konnte ich PvP ein bisschen machen, weil mich das interessiert hat, wie das ist. Weil alle sagen, das ist Pay to Win und ich habe das einfach nachgeäfft, weil es ja auch Beweise gab, dass es Pay to Win ist. Aber ich wollte es dann auch selber mal erleben. Und ich habe es erlebt und ich muss sagen, ist halt uncool. A waste of precious time. Health as well. Aber auch wiederum nicht so schlimm. Also, ja, so schlimm. Also,
sag mal so, ich hätte es mir härter vor, also härter mäßig vorgestellt. Also wir hatten als Clan zumindest, ich weiß nicht, wie krass mein Clan, das habe ich mir nicht angesehen, wo ich drin war, auch Pay-to-Win betrieben hat. Das habe ich nicht geprüft. Aber wir hatten durchaus auch Chancen. Aber natürlich war ich immer einer derjenigen, der am wenigsten Schaden gemacht hat. Warum wohl? Weil ich eben nicht Pay-to-Win betrieben habe. Schattenbereich. Wobei natürlich wäre ganz interessant, euch natürlich auch mal die Schattenseiten des Spiels zu zeigen. Lustig. Dieser Wortwitz. Mein Diablo Immortal legt einen das ja schon sehr stark vor. Ne? Aber meint das nicht. Ne? Weil wir sind ja auch schon fast Level 60. Brauchen wir das nicht auch noch. Wait, just wait. Ich habe so das Gefühl, dass wir eventuell richtig schön noch einen Erfahrungspunkt bekommen durch die Kopfgelder und dann sind wir hier durch. Vielleicht nächste Folge. Vielleicht auch nicht, aber dann kann ich auch mal irgendwie so ein oder andere Portal noch irgendwie da zusätzlich machen, das bringt auch noch mal ein bisschen Erfahrung. Dann haben wir das. Das Kopfgeld haben wir. Ja, das ist das, da müssen wir so ein paar folgen. Aber auch mal ganz schön, da können wir noch mal ein paar andere Gegner so am Seitenrand bewegen. Und ein wenig nerven. You look splendid on my wall. I dreamed of a fight like this. Nein. Auch noch mit hier.
So, war es das mit dem Kopf? Tatsächlich war es das. Wie machen wir das? Wütend. I don't believe I will. Come, entertain me. A waste of precious time. Okay. Why am I dragging all this about? Nein, mein Inventar ist voll. Over already. Oh. Das ist ja ein Skandal. Kann das denn passieren? Ja, das Wir haben jetzt eine nicht so sichere Zone. Machen wir kurz Inventar wieder leer. Dann kommen wir wieder zurück. Geht ja gar nicht. So schnell kann das Inventar voll gehen. Salvaging. Nothing like the heat of the forge, eh? Ja, das haben wir fertig. Oben ist ein Felsenwürmer noch killen. Also Felswürmer, nicht Felsenwürmer, Fels. Wir stehen aus Fels. Mann, manchmal ist dieses komische Travel-System auch ein bisschen dumm. Und zeigt so mehrere auf dem Haufen an, da aber merkt man so, ja, aber die geht nicht hin. Was. Ja, okay. Ja, noch ein bisschen mehr Erfahrungspunkte übrig, als ich gar nicht erwartet habe. Schade. Gucken wir mal, wie es denn ist, wenn ich abgegeben habe. Ah, doch, es geht. Ja, okay. 30 Minuten, Leute, haben wir noch Überlänge hier in diesem Spiel. Kaum zu glauben. Ja, dann würde ich sagen, nächste Folge würde ich dann nochmal in die Portale reingehen. Weil jetzt so wirklich noch was anderes, naja, Weltboss ist auch ein bisschen schwierig. Ich würde dann nochmal ins normale Portal reingehen.
da die restlichen Erfahrungspunkte machen. Ich denke mal, da kriegen wir das hin, auf Level 60 zu kommen. Und dann sind wir Level 60. Und dann können wir noch gucken, was dann noch passiert. Ich glaube, ein oder andere Dungeon kommt sogar noch. So eine Instanz, hast du nicht gesehen, kommt noch. Mindestens einer, glaube ich, bis wir dann an die Wall klatschen und sagen so, ja, ist halt, ne, da ist ein Ende. Aber das werdet ihr dann alles sehen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.